Okay. Run Generator. Das ist Tainted Cain, richtig? Yeah, who I am ist in Blut. Ne, sein Name ist in Blutschrift. Tainted Cain Mother. Okay. Bisschen Tainted Cain Action kann ich mich einlassen. Tainted Isaac ist gut, das Tainted Cain. Wie gut Tainted Isaac. Oh, oh, das ist ein gutes Start-Item. Mit Holy Water kann man auch direkt was anfangen. Heute 12 Stunden Stream mit Tainted Cain. Nein, 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 nein. So viel Zeit werde ich nicht verschwenden, hoffe ich. Shit. Und das, das, das. Die Bombe nehme ich so mit, denn ich will ein Secret Room. Nehmen wir noch einen Schlüssel mit. Dann werden wir sehen, was wir noch alles bekommen können. Ich meine nur, dass er gut ist. Ah ja, okay. Oh, Tainted Cain. Tainted Isaac ist ein guter Charakter. Abgesehen davon, ich mag Tainted Isaac nicht. Ich glaube, ich habe Tainted Isaac fertig und darüber bin ich ganz froh. Denn Tainted Isaac ist ein bisschen nervig, wenn man nicht gerade Birthright bekommt. Ähnlich wie dieser Raum, der ebenfalls ein bisschen nervig ist. Eine Münze. Das ist bisher noch kein Item, das ich haben will. Birthright bei Tainted Isaac macht, dass er, ich glaube, statt 8, 12 Items haben kann. Ohne Birthright kann Tainted Isaac ja nur super wenig Items haben. Oh, sehr schön. Schöne Sache. Au. Mach auf. Na, irgendwie scheint Holy Water nicht allzu viel zu bringen im Kampf gegen den alten Duke of Lies. Also überhaupt nichts. Jetzt Magic Mushroom. Ich meine, vielleicht kann ich einen machen. Moment. Lock. Dann brauche ich noch ein Herz und 4 Münzen. Was kommt weg? Der Schlüssel muss weg. Richtig? Ja. Yeah. Ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich würde sagen... Ja, nehmen wir mit. Ich würde sagen... So ein guter alter... Refresh? Nicht Lock, Refresh. Okay. So ein guter, so ein paar gute alte Münzen, die wir bekommen. Ich habe das Gefühl, es könnte sehr hilfreich sein. Aus diversen Gründen. Vielleicht können wir auch einen Steam Sale dann direkt machen. Je nachdem, wie es läuft. Aktuell werden nur ein paar Shitbomben drin, die ich nicht wirklich haben will. Na, da ist doch jemand, der ein paar... Nein, geh mal weg! Dankeschön. Nein! Fuck, falscher Knopf. Okay, was haben wir denn alles Schönes? Gibt's irgendwas, das mich gerade spontan anspricht? Ich glaube nicht wirklich.
Deswegen würde ich sagen, ich nehme PJs mit. Was, habe ich überhaupt Ressourcen noch für PJs? Ich brauche dafür noch einen Fünfer. Ich habe doch gar keinen mehr, oder? Habe ich noch einen Fünfer auf der Ebene irgendwo? Da lag noch einer? Okay. So, hier haben wir die vier Münzen. Einen Schlüssel, eine Batterie, eine Karte. Da ist die Karte. Oh ja. Batterie. Nicht Batterie. Dingens. Ihr wisst, was ich meine. Schlüssel. Schlüssel ist da unten. Okay. Dann nehmen wir noch ein paar Ressourcen so mit. Und ich würde sagen, ich bin bereit, noch ein paar Münzen mitzunehmen. Ich bin dann bereit für die nächste Ebene. Tinted Rock ist irgendwo. Sollte ich dann auch noch mitnehmen. Wir haben hier gerade ein paar Bomben übrig. Die Frage ist nur, wo? Wo? Rechts? Da, wo die Bombe war. Wo war die Bombe? Achso, der Bomben-Boss. Zurück übrigens, glorreiche Wegbeschreibung. Zurück, nein, die andere Richtung. Oh nein, jetzt bist du falsch, das andere zurück. Oh, gib mir bitte den Controller. Och, wirklich? Naja. Offensichtlich, dass er hier nicht ist. Okay. So weit, so gut. Warte, was war das Ziel? Das Ziel war Mother, oder? Yeah. Das heißt, wir wollen hier mal eben rübergehen. Awesome von Jizzle XD. 2 Monate. Resub. Wie lieben Dank. Keine Karte. Finde ich jetzt ein bisschen nervig. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Verzeihung. Ich wusste nicht mal, dass das überhaupt passieren kann. Komm. Das wird erstmal meinen gesamten Bargeldhaushalt für die nächsten Ebenen sichern. Zahlen bitte! Na, der eine gibt aber auch. Er gibt und gibt und gibt. Okay. Ne, komm. Machen wir. Wenn wir ein paar Gegner besiegen. Das sollte mir die Kiste schon wert sein. Aber ja, die Pockets haben sich jetzt schon gelohnt. Vor allem ist der Shop für Tainted Can natürlich generell sehr hilfreich. Einfach weil wir da eine Menge Bonus-Items herbekommen können. Ich bin nicht der größte Fan von diesem Raum, muss ich gestehen. Ist okay. Aus von Lundberg, 43 Monate, Resub. Wie lieben Dank. Wusste gar nicht, dass du streamst. Ja, sie sind gerade mal 3,5 Jahre inzwischen. Kann man das mal vergessen. Also 3,5 Jahre von dem Resub.
Denn ich streame natürlich länger als 3,5 Jahre. Au. Oh mein Gott. Ich sag's euch, die 3,5er, die werden uns noch miese Items in dieser, auf dieser Ebene geben. Und mit miese Items meine ich mies starke Items. Aber lass mich die Ebene mal erst noch fertig machen. Ich sag's euch, die Pockets haben sich absolut gelohnt. Soll der Run hingehen? Mudder ist das Ziel für diesen Run. Au. Hör doch auf. Hör doch auf. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Was soll ich denn davon jetzt halten? Hm. Ich müsste aber auf der Ebene Schlüssel herumliegen haben. Ich habe nur absolut keine Ahnung, wo ich hingehen soll in dieser Ebene. Aber das ist okay. Das ist vollkommen okay. Gibt trotzdem keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Ich kann nicht sagen, ich mag diesen Raum hier nicht. Proptosis könnten wir machen. Und Jacob's Ladder. Aber dafür brauchen wir nochmal eine Bombe. So, wo ist denn der fucking Schlüssel? Da sind die Schlüssel. Wir nehmen mal einen mit. Damit ich in den Shop rein kann. Uns fehlen auf jeden Fall noch die noch ein paar gewisse Items, um was wirklich Gutes hinzubekommen, aber ich bin mir sicher, dass das wird schon noch alles. Haut mich immer noch nicht ganz um, aber der Bleistift ist natürlich sehr verlockend. Och nö. Och, geht. Nee, du jetzt. Hör doch auf. Okay. Okay. Ich denke, ich habe mich entschieden. Ich denke, ich weiß, was ich will. Wisst ihr es auch? Wenn ja, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Au. Ich hab's euch ja gesagt, die 3,5er, die werden uns noch ein paar miese Items geben. Dann noch eine Bombe. Die 3,5er. Ein Soul Heart. Schreib du doch in die Kommentare. Nö. Du doch. Oh nein, wo sind die Bombe? Im Shop ist ein Soul Heart. Ich brauche keinen Shop. Soul aus dem Shop. Abgesehen davon, wenn ich es mitnehme, dann hebe ich es direkt auf und kann es nicht in den Sack stecken. Wenn mich nicht alles täuscht. Ist hier oben eine Bombe? Ne, weiß ich wo. Oh, die sind in irgendeinem Shitraum, den ich gerade die ganze Zeit übersehe. Blöd, dass man die Karte nicht sieht. Yep.
Deswegen habe ich mich eigentlich auch schon sehr gefreut, als ich die Black Candle gesehen habe im Shop, aber... Ja, die war, ach, fuck. Die war nicht richtig. Okay. Gib mir mal, lass mich mal eine vernünftige Übersicht haben über alles, okay? Vielleicht wird es doch ein 24-Stunden-Run. Die Bombe war im Shop? Ich meine, ergibt Sinn. Ich war inzwischen überall 8-mal außer im Shop. Aber hier liegt eine Menge Zeug. Okay. Ah, was haben wir denn sonst noch Schönes? Stacked Deep Pockets? Wenn ich jetzt nochmal die Pockets holen würde, würde das funktionieren? Nein? Okay. Dann machen wir das wohl eher nicht. Komm, ich denke, wir gehen direkt in die Soymilk rein. Was brauchen wir denn alles? Herzen, ein Fünfer, eine normale Münze, ein Schlüssel. Ups. Habe ich noch einen Fünfer irgendwo herumliegen? Nein, hast du nicht? Miese Nummer. Da wurde ich einfach belogen. Na, keine Ahnung. Nehmen wir noch ein paar Ressourcen mit. Hast du den eben aufgesammelt? Kann sein. Ich sag einfach noch ein paar Ressourcen ein und dann machen wir auf der nächsten Ebene weiter. Es gibt, denke ich, ansonsten jetzt nicht unbedingt einen Grund, hier noch weiter unsere Zeit zu verschwenden. Schlüssel noch dabei zu haben, ist natürlich auch hilfreich. Oh, hier unten noch was? Yeah, bisschen mehr Bargeld. Davon kann man auch nie genug haben. 7 Münzen, eine Bombe für BFF. BFF wäre natürlich auch nicht verkehrt, aber... Alles zu seiner Zeit. Shit. Da ist noch Luft nach oben, was diesen Bild angeht. Habe ich das Gefühl. Das ist noch sehr basic für einen C-Section-Run. Aber... Nehmen wir direkt ein paar Wirt. Nein, heute kein Fruitcake. Heute kein Fruitcake. Zwei Soul Hearts. Zwei Soul Hearts, ein. Habe ich einen Fünfer? Ja, da oben ist ja Fünfer. Was überlege ich denn überhaupt? Zwei Schlüssel. Drei Bomben. Das eine rote Herz ist noch durch einen Schlüssel ersetzen. Und wir haben schon mal einen wilden, wilden Buben auf Lager. Würde ich einfach mal meinen. Was haltet ihr davon? Außerdem von Simon.exe 5 Gift-Subs für Odin der Eiserne.
Psych093, Mainstream Girl Maxine, Mutscha und der Markovic. Vivi, lieben Dank. Vivi, lieben Dank. Elektrifizierend. Oh ja. Vor allem auf dieser Ebene ist das super stark. Vielleicht bräuchte ich noch ein bisschen mehr Range. Ach, komm schon. Nee, das ist wirklich nicht so stark. Ich habe auch nur Base Damage, also das wird zu erwarten soweit. So. Gibt's irgendwas hier, von das ich haben will? Ich meine, Zäumig wäre natürlich verlockend. Wahrscheinlich sollte ich Zäumig mitnehmen, oder? Brauchen wir denn dafür 3 Herzen? 3 Münzen, eine Bombe, eine Pille. Dann noch eine Bombe, eine Pille und wir sind bereit. Zäumig hat meine C-Section Runs immer gecarried. Ja, Zäumig funktioniert, wenn man ein Item sich aussuchen kann, ist Zäumig halt immer eine gute Wahl. Doch die Pille brauche ich. Und dann noch eine Bombe, die hier ist. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Oh mein Gott. Oh, ich liebe es. Und dazu kommt, dass ich auch noch gewaltige Backen habe. Ah, wo ist denn... Wo ist denn das weiße Feuerchen? So noch ein bisschen Damage? Ja, das kommt schon. Das kommt schon alles. Es war nur noch Reichweite und Lump of Coal. Lump of Coal, wenn nicht verkehrt ist, stimmt. Gott, das sieht so cool aus. Das Beste ist, dass wir natürlich noch ein paar Items anhäufen können. Durch das wir jetzt die zweite Ebene haben. Sag mal... Ah Gott, der Typ, den zu erwischen, das war unerwartet schwer. Reichweite braucht jeder Influencer. Meine Rede, meine Rede. Also nicht wirklich, aber trotzdem. Meine Rede. Das sage ich immer, aber auf mich hört ja niemand. Oh oh. Es fehlt definitiv aber noch mehr Range für diesen Run. Der fucking Typ war der Boss hier. Oh, der ist so nervig. Ja, der Damage ist halt... Hör auf, das zu machen, bitte. Oh, der Damage ist halt echt noch nicht so gut. Will ich irgendwas davon? Ugh. Oh ja, Range up. Wir wollen Jesus Juice. Jesus, wir wollen deinen Saft.
Pam, 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 pam. Sieben Münzen, eine Bombe, komm. BFF nehmen wir auch noch mit. BFF zu haben ist halt immer, ist immer gut. Das ist immer ein gutes Item zum Mitnehmen. Ich dachte kurz, ich bin tot. Ja, hier liegen auch noch Münzen rum. Dann können wir noch was im Shop mitnehmen. Immerhin 6 Range. Ja. Yeah. Oh, das ist ein gesegneter Shop auch noch. Können wir den Secret Room vielleicht mitnehmen? Dankeschön. Weil es irgendwo der Golden... Ach ne, ich habe Lucky Penny. Ach, hier sind 2 Lucky Penny. Ach du meine Fresse. Ach shit, das Geschenk kann ich ja gar nicht mitnehmen. Was macht Birthright mit Tainted Cane? Probier es aus. Wir könnten aber auch Epic Hack mitnehmen. Doppelt so viele Pickups von Items. Oh fuck, das müssen wir haben. Das müssen wir haben. 4 normale Münzen und 2 Herzen. Okay, jetzt bleibt nicht mehr viel übrig. Lohnt sich nicht, bin ehrlich. Doch, 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 das lohnt sich. Ach, komm schon. Ist ja nicht so ein Geizhals jetzt. Oh oh. Ich nehme mal den 5er mit. Na, komm schon, es lohnt sich. Es hat sich doch jetzt schon gelohnt. Wir können nämlich Forget Me Now machen. Dann noch 4 Schlüssel. Und 2 Bomben. Was kommt denn weg dafür? Oh, der 5er. Oh nein. Nicht mein 5er. Ich habe so viel getan, um den 5er mitzunehmen. Soll ich mir sagen, der muss weg? Unerhört finde ich das. Unerhört. So, dann würde ich sagen, wir machen die ganze Ebene nochmal. Wir nehmen noch die ganze Scheiße hier mit. Bisschen was ins Säckchen packen. Noch mehr in die Länge ziehen, nice. Nein, 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 das ist wichtig, damit wir einen vernünftigen Bild rausbekommen, okay? Das ist wichtig. Denn alles, was wir dann bis dahin geschafft haben, der Run wird so viel schneller gehen, wenn wir erstmal stärker sind, okay? Wir müssen nur noch ein bisschen stärker werden. Ein ganz kleines bisschen. Au. Au. Nein! Warum habe ich den mitgenommen? Oh, das war so dumm. Oh, das war so dumm. Oh, den goldenen Schlüssel mitzunehmen war so dumm. Ich hab's erst zu spät realisiert, dass das ein Fehler wird. Ich
Jedenfalls sollst du erstmal Herzen sammeln. Ich bin dabei. Ja, ist doch schon eins. Ich mag es, dass das Feuer jetzt immer aus dem Holy Water rauskommt. Okay, kein Deal für mich. Das ist fair. Ich habe auch keinen verdient. Okay. Wie lange dauert der Run inzwischen? 27 Minuten. Der Run geht noch nicht so lange, okay? Oh, den Fünfer hätte ich gerne, wenn du einen hast für mich. Nein, aber den Secret Room nehme ich auch. Pillen. Wichtige, wichtige, wichtige Ausbeute an der Stelle. Ja, ich befürchte, der Boss Rush ist nicht mehr ganz drin. Das stimmt. Ich könnte nochmal Forget Me Now machen. Mach los, bitte. Nee. Deine Liste ist gelockt. Ah ja. Ah, ich will sowieso erst noch Ressourcen sammeln und dann sehen wir weiter. Mach erstmal noch ein paar Räume und dann sehen wir, was wir für Items haben wollen. Oh Gott, ich muss niesen. Oh Gott. Ja. Naja, ist gut. Ich wollte mich nur ein bisschen aufspielen. Was ist das Ziel heute? Das Ziel ist Mother. Mutter. Ja, das war ein falscher Alarm. Ich hätte schwören können, dass da ein Nieser am Kommen ist, aber da lag ich einfach falsch. Einfach nur eine enorm falsche Einschätzung. Haben wir eine Bombe vielleicht irgendwo für mich? Ich könnte ein Geschenk machen. Nein, warum nicht? Warum denn nicht? Manchmal braucht man einfach einen zweiten Griff für dein Messer, falls der erste kaputt geht. Warum ist Twisted Pear gerade bei der Item-Auswahl so weit oben mit dabei? Setzen damit auf sich. Seraphim Angel Bleistift. Will ich einen Bleistift? Wahrscheinlich will ich einen Bleistift, oder? Drei Fünfer. Ach du meine Fresse. Hab ich drei Fünfer herumliegen auf der Ebene? Ja, da ist einer. Na, Moment. Drei Bomben brauchen wir auch. Dann brauche ich noch eine Pille. Ich meine, ich weiß, wo die sich herumtreibt. Folia für noch mehr Tiers. Wir machen erstmal Bleistift. Danach sind wir ja auch noch nicht fertig. Denk dran, dass du zwei Bomben brauchst, um in die Mine zu gelangen. Oh. Oh, oh, das sollte ich nicht vergessen. Das sollte ich besser nicht vergessen. Ach ja, ich kann nicht mehr fliegen. Ich meine, wir haben noch eine Menge Bomben herumliegen.
Sag mal, wo liegt denn der andere Fünfer? Da unten. Dann wird das Herz noch durch eine Pille ersetzt. Ein flotter Fünfer. Oh nein, der Bleistift ist scheiße. Der Bleistift ist scheiße. Scheiße, der ist gar nicht gut. Ich dachte, der Bleistift wäre gut. Aus dem Hardcore-Flow 7 Monate. Resub, vielen lieben Dank, aber das war mies. Ist ja überhaupt nichts. Wie wäre es also, wenn wir Monstrous Lunge machen und sehen, was dann passiert? Ein richtiges Item machen und nicht so eine Scheiße. So, dann fehlt noch eine Bombe. Hier sind nur Doppelbomben, die kann ich nicht mitnehmen. Da wiederum kann ich. Okay. Als ob das auch nichts gemacht. Ach, komm schon. Was soll das denn? Warum machen die alle nichts? So ein Schwachsinn. Was holt mich jetzt alles nicht um? Kann man mehr Radiergummis craften, um jeden einzelnen Gegner aus dem Spiel zu verbannen? Vielleicht? Machen wir Explosivo jetzt als nächstes. Wo ist Forget Me Now? Ne, das gibt's nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. So, fucking Spiel. Ich will jetzt endlich was Vernünftiges bekommen. Ich will sehen, dass die Sachen, die ich rausschicke, dass die auch was bringen. $3 Bill vertraue ich nicht. Wahrscheinlich sollte ich sie einfach mitnehmen. Und dann sehen, was passiert. Ich hasse es, dass Tainted Cane geseedet ist. Ich meine, das ist kein Problem, wenn man die External Item Descriptions hat, aber ohne ist das schon hart anstrengend. Okay. Ist hier noch was Interessantes? Machen wir noch, gönnen wir uns noch ein bisschen Saft vom alten Jesus. Dann würde ich sagen, ich bin auf der Ebene dann auch soweit fertig, ehrlich gesagt. Jesus Juice ist nur ein normales Stat-Up. Den sollte man so oft verwenden können, wie man will. Da dürfte eigentlich nichts dagegen sprechen. Pyromaniac vielleicht noch. Inwiefern, ich habe noch Pyromaniac gar nicht zur Auswahl. Das ist doch gar nicht in der Liste. Ich muss gestehen, insgesamt mache ich mir auch nicht so viele... So große Sorgen um Explosionsschaden. Dass ich sagen würde, ja, jetzt, ich brauche unbedingt Pyromaniac.
Schlüssel ist da unten. Kein Epiphora. Wir haben noch alle Zeit der Welt. Erstmal will ich aber nur ein bisschen mehr Damage und Range. Das wäre mir erstmal das größte Bedürfnis. Oh mein Gott, der zweite Jesus Juice hat wirklich nichts gemacht. Was? Euer fucking Ernst? Man kann Jesus Juice nur einmal einsetzen? Also. Also, komm schon. Okay. Ghost Pepper verlockend. Car Battery verlockend. Was wollen wir machen? Da war ein bisschen was Range vor allem. Okay. Habe ich vielleicht einfach übersehen. Ne, wir machen Ghost Pepper. Was habe ich jetzt alles mitgenommen? Ich brauche noch einen Fünfer. Ne, brauche ich nicht. Ich brauche noch eine Bombe. Ich wollte die Karte nicht mitnehmen. Shit. Kann also Sachen aus dem Shop einfach so auch mitnehmen, wie sich herausstellt. Das wusste ich nicht. Das war mir neu. 6 Cent. Und dann noch ein Soul Heart. Und wir können noch die gute Maske machen. Ich meine, Infamy ist jetzt nicht das interessanteste Item, aber... Es ist auch nicht das uninteressanteste. Und jetzt gehen wir weiter. Ich könnte noch ein paar Herzen oder so mitnehmen, aber... Oh, ich habe Explosive. Ich wollte gerade sagen, was passiert hier eigentlich gerade? Aber natürlich. Der Explosive hat ziemlich reingescheppert. Wenn wir dem ganz genug Zeit geben. Goldener Schlüssel. Goldener Schlüssel! Shielded Tears. Ich habe keine Bombe. Shielded Tears sind jetzt ehrlich gesagt nicht zu interessant. Mit dem Bild. Ich meine, vielleicht werden sie es, aber ich weiß ja nicht. Ich will lieber was anderes probieren. So, ich muss sagen, Explosivo bisher gefällt mir ganz gut. In diesem Bild. Wie steht jetzt zu Crickets Body mit, C-Section. Glaubt ihr, das funktioniert? Sehr gut, okay. Oh nein, wo ist er jetzt hin? Wo ist der Body hin? Ah, fuck, wir haben gerade so viele Items. Tut mir leid, ich muss mit Restock gehen.
Wir müssen ganz dringend Restock mitnehmen. Ich denke, da gibt es nicht zu viele Zweifel daran. Denn Restock kann noch eine Menge für diesen Run tun. Dann wiederum... Ach, ich habe eigentlich gar keine Lust. Weil wir suchen noch mal... Wir suchen noch nach Crickets Buddy. Der kann nicht einfach weg sein. Ach. Ich finde ihn nicht mehr. Doch, da ist er. Ich dachte zuerst, ich will die Restock-Route gehen, aber eigentlich habe ich gar keine Lust. Eigentlich habe ich gar keine Lust. Wo sind die Pille? Ach, da oben ist sie. Mal schauen. Parasite wäre natürlich noch extrem cool in Kombination dazu. Wir machen eine Menge Feuer gerade aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, die Ghost Pepper hat eine gute Synergy hier gerade. Ach du meine Fresse, das ist eine... Wir brauchen Luck-Ups. Ich glaube, ich sollte mich als nächstes einfach darum kümmern, Luck-Ups zu bekommen. Was meint ihr? Ich habe gesehen, dass ein paar Mal das Super of Dad's Coin auch in der Auswahl war. Wenn wir mehr Luck-Ups haben, wisst ihr, wie die Scheiße explodieren wird? Das wird sehr übel explodieren. Also, wo bekommen wir überall noch den Luck ab? Luck ab. Wo bist du? Bei Autos, wahrscheinlich. Hey, wir hatten doch vorhin die ganze Zeit diese fucking Münze. Wahrscheinlich braucht man dafür einen Fünfer. Oh, das war nichts. Nur Scheiße. Nur Scheiße hier. Jo, Listen gibt auch Luck ab. Jo, Listen, wo ist... Oder Lucky Foot. Ich habe gehört, der gibt auch einen Luck ab. Weiß nicht ganz, ob es der Wahrheit entspricht, aber wir werden einfach mal nachforschen. Wo zum Fick habe ich einen Fünfer herumliegen? Na ernsthaft, wo liegt ein Fünfer? Was? Hier sind noch mehr Bomben. Ach, hier oben. Dann noch ein Schlüssel und eine Münze. Münze haben wir dann da oben herumliegen. Okay. Damit haben wir schon mal ein bisschen mehr Explosionen. Außerdem von Blubby42 12 Monate Resub. Vivi, lieben Dank. Und von Nubi neu 6 Monate. Auch dafür, vielen lieben Dank. Magic Sculpt gibt auch einen Luck-Up. Wir machen erstmal den Boss. Ach, schau ich, was ich noch an Items habe. Ja, ich würde sagen, ich werde als nächstes dann wirklich mal ein bisschen auf Luck-Ups gehen. Nein! Au! Hm.
Ich sehe einfach nichts. Das ist halt auch der nervigste Gegner gerade für den Bild. Ich dachte, ich kann ihn vielleicht killen mit den Explosionen, aber... Nee. Nee, das sind die falschen Explosionen. So nun aber nicht. Aber okay. Nein. Nimm mich doch jetzt nicht um, einfach so. Spoon! Ne, wir brauchen Spoonbänder nicht. Was, wenn ich Chocolate Milk machen würde? Kannst du die roten Bomben einsammeln? Nee. Chocolate Milk mit Soymilk. Was halten wir davon? Was halten wir vom veganen Kakao? Nichts? Okay. Halten wir Abstand. Verstanden. Wir gehen also weiter auf die Luck-Ups. Ich habe den Lucky Ford gerade gesehen fürs Protokoll. Weil das war nicht das Luck-Up. Das war das Regenerations-Item, richtig? Genau, ja, yeah, okay. Ich werde sich schauen, ob wir vielleicht noch irgendein Luck-Up bekommen, das was anderes bringt, aber. Sieht aktuell nicht so gut aus an der Front. Nee, ich mache einfach noch einen Lucky Foot. Danach werde ich vielleicht mal HP machen, okay? Vielleicht. Ist generell, indem ich früher Chocolate Milk und Zoymic dein Damage erhöht, seit Repentance macht es nichts mehr. Oh, okay. Es bringt also wirklich nichts. Ah, nein, warte, wir können den Latch Key machen. Der Latchkey ist doch ein vernünftiger, oder nicht? Vor allem gibt er auch ein Soul Heart. Ein rotes Herz und drei Bomben fehlen jetzt noch. Ich wäre für ein weiteres Soulmic TBH. Na, ich nicht. Es klingt lustig, aber es wäre fucking nervig. Ups. Ansonsten spricht mich jetzt nicht so wirklich an. Muss ich gestehen. Ich denke, ich werde mal ein bisschen Geld mitnehmen und dann werden wir schauen, ob wir vielleicht noch im Shop was kaufen. Fucking Nordleaf. Genau, ich könnte Sharp Plug im Shop holen. Das wäre vielleicht nicht die verkehrteste Sache. Ja, ich habe noch ein bisschen Geld herumliegen. Aber auch nicht so viel. Aber die gute Sache ist, wir haben noch eine Bloodbank, also alles gut. Alles unter Kontrolle. Dann können wir noch ein bisschen Geld herbekommen. Baut ihr einfach ein paar Freunde. Ja, yeah, ja, yeah. Conjoint holen wir noch. Was mir gerade einfällt, ich habe das hier nie mitgenommen. Vielleicht sollte ich was holen, das mich immun gegen Explosionen macht. Vielleicht wäre das keine verkehrte Idee. Zugegeben. Ich habe bisher noch nichts gesehen, was mir dabei helfen würde. Rotten Heart.
Ich meine, wenn ich nichts in der Liste sehe, was mich immun gegen Explosionen macht, kann ich ja auch nichts machen. Dingens, das mit der unendlichen Range, beziehungsweise wo die Tiers immer auf deiner Seite durchkommen, wäre auch interessant. Hol den Wirtkopf. Ja, wo ist der Wirtkopf? Guppies. Oh, man kann Guppy-Items mit einem Rotten Heart machen. Interessant. Äußerst interessant. Ich sehe nichts, was mich immun gegen Explosionen macht, befürchte ich. Bist du vor deinem Feuer der Tränen immun, dann macht das ein Item. Ich bin dagegen nicht immun, deswegen schaue ich, ob ich was finde, was mich dagegen immun macht. Sieht bisher aber noch nicht so gut aus, muss ich leider gestehen. Sieht gar nicht gut aus an der Front. Okay. Dann brauche ich noch 2 rote Herzen. Einen Schlüssel. 2 Bomben. Warte, was habe ich jetzt zu viel mitgenommen? Ich habe 3 rote Herzen. Genau, und das wird dann durch ein Soul Heart ersetzt. Dann haben wir Almond Milk. Hat jetzt nicht so viel gemacht, wie erhofft, muss ich gestehen. Ich dachte, da wäre ein bisschen mehr drin. Könntest du den Seed zeigen, wie den Seed, also... Ist halt Tainted Cane Run. Ich denke, ich sollte mich als nicht... Okay, ich sehe Scab. So, ich werde mal eine HP abholen und danach werde ich Conjoint machen. Was haltet ihr davon? Oh, mein Damage wurde erhöht und meine Feuerrate gesenkt mit der Almond Milk. Das ist ein bisschen nervig. Ich meine, wir können die Feuerrate theoretisch noch erhöhen, aber trotzdem. Gutes Luck up. Okay. Ich würde sagen, ich schaue noch nach dem Secret Room und dann ist es Zeit für die nächste Ebene. Vielleicht machen wir noch was. Eves Mascara? Vielleicht kann ich auch noch was machen, das mich immun gegen Explosionen macht. Das wäre eigentlich noch ganz cool. Aber wenn ich nichts finde, das mich immun gegen Explosionen macht, was wäre mit Eves Mascara? Was haltet ihr davon? Ach, wahrscheinlich brauche ich eine goldene Bombe, um Bomben-Items zu bekommen. Was haltet ihr von der Schaufel? Nee, keine Lust. Bei genauerer Überlegung. Monstrous Lunge habe ich schon mitgenommen, aber sie hat nichts gemacht. Monstrous Lunge hat mich enttäuscht. Enttäuscht! Nee, je weiter ich runtergehe, desto träuger wird es.
War da gerade Libra? Ja, aber Libra und Zäumig, das macht nichts mehr. Die Zeiten sind hinter uns. Drei Herzen. Dann brauche ich noch einen Fünfer. Und dann das eine Herz muss durch einen Schlüssel ersetzt werden. Ja, war okay, würde ich sagen. War okay. Feuerrad hat ein bisschen gelitten, aber ich habe noch Hoffnung in diesem Run. Vor allem, wenn wir noch Conjoint mitnehmen. Was wir easy machen können. Außerdem von Terror Seas. 5 Monate. Resub. Wie lieben Dank. Okay, weiter geht's. Mach die lachende Bombe Explosionsschutz. Welche lachende Bombe gibt mir Explosionsschutz? Meinst du Bobby Bomb? Das gibt mir keinen Explosionsschutz. Das sind einfach nur Homing Bomben. Sollte beide Explosionsitems drin sein, laut Seed. Ja, wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass ich dafür eine goldene Bombe brauchen werde. Das Problem ist nur, dass die aktuell nicht so ganz droppen will. Aber der Run ist sowieso relativ berechenbar geworden, seit meine Feuerrate nicht mehr allzu hoch ist. Oh, eine Rune. Perfrow? Na, warte, Perfrow ist nutzlos. Perfrow bringt uns ja gar nichts. Soll ich ein paar Rezepte durchgeben? Nein, nein, alles gut. Alles gut. Ja, wir bekommen das hin. Keine goldene Bombe für mich. Erneut. Ich hätte nochmal Ghost Pepper machen. Irgendwo ist ein... Ach, diesen Special Penny kann man auch einsacken. Ach du meine Fresse. Was, wenn ich Tech X mitnehmen würde? Was würde Tech X machen? Tech X und Zäumig, was passiert dann? Ich habe Cricket Head gesehen, aber ist ja nicht lustig. Host Head. Fuck! Wir müssen Host Head mitnehmen. Dann braucht Host Head noch 3 Bomben. Eine Rune und 2 normale Münzen. Ich habe ein Soul Heart mitgenommen, das wir gar nicht brauchen. Upsi. Upsi. Der Streamer ist bald so unfassbar tot. Warum? Ich nehme auch den Host-Head jetzt mit, um zu überleben. Den nehme ich doch gerade mit, um nicht tot zu sein. So, jetzt können wir die Feuerrate dann wieder ein bisschen erhöhen. Ich denke, am besten zum Feuerrate erhöhen wird erstmal Conjoint sein, nach wie vor. Ups. Die Bombe hätte ich nicht mitnehmen sollen.
LP4 war das, was Feuerrate erhöht, wenn man nur in eine Richtung feuert, oder? Das wäre ganz gut. Mom's fucking key? Gib mir bitte Mom's fucking key. Nein! Ich bin Vollidiot. Ich hab's wieder vergessen. Ich dachte mir, Mom's Key ist so gut, da ich konnte einfach nicht widerstehen. Das hab ich vergessen. Der Typ ist unser Boss hier. Ich krieg gleich mal auf die Schnauze, wenn er so weitermacht. Wir können gleich mal Bomben regnen lassen. Angel Deal. War da gerade der fucking Go? Oh mein Gott. Freunde, 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 Freunde. Ach, hier ist ein Lucky Penny noch irgendwo. Ne, was ist denn das? Ach Gott. Wir müssen den Godhead mitnehmen. Hä? Stimmt das überhaupt? Habe ich den versehentlich mitgenommen? Da steht denn da, dass ich für Gott einen Lucky Penny brauche. Wo ist ein Lucky Penny? Haben wir auf der Ebene überhaupt noch einen Lucky Penny? Im Item Room? Okay. Wir gehen auf Gotthard. Ansonsten brauchen wir von hier aus dem Raum gerade nichts. Vier Bomben. Nee, hier ist er nicht, oder? Nee, da links ist er. Da ist er doch. Da ist er doch. Okay. Nimm mal die Scheiße weg. Dann noch der goldene Schlüssel und ein paar Bomben. Oh, hier haben wir noch ein paar Bomben. Okay, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Oh mein Gott, wir können... Oh mein Gott. Oh. Wir können Bird's Eye machen. Yo. Da sage ich doch nicht nein, du. Noch ein Schlüssel. Hier ist der Fünfer, den ich will. Einer davon. Dann brauche ich noch ein Soul Heart. Ach, da muss ich aufpassen. Beim Boss ist so ein Halb-Halb-Herz, wie es aussieht. Muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich das mitnehme. Genau deswegen. Ah, wo ist denn der andere Fünfer? Im Goldraum vielleicht?
Ja. Okay. Ich denke, als nächstes ist wirklich wichtig, dass ich die Feuerrate wieder ein bisschen erhöhe. Ich denke, das wäre am besten, wenn ich Conjoint holen würde. Das wäre unser erstes Conjoint-Item hier gerade. Ah, hier haben wir gar nichts zur Auswahl. Lass ich mal eben in den Sieg reinschauen. Er hat doch noch ein paar nette Dinge. Aber nichts für Conjoint, sehe ich das richtig? Ich glaube, ich nehme Number One mit. Ich meine, Range sollte sowieso an dem Punkt relativ egal sein. Wo liegt noch eine Bombe da unten? Beziehungsweise Range können wir noch auftreiben. Feuerrate, das ist ein wichtiger Stat. So, und dann fehlt mir noch ein Herz. Roten Bomben kann ich nicht mitnehmen. Die sind nicht für meine Nutzung bestimmt. Also ich kick sie einfach nur weg. Haben wir oben noch ein Herz? Im Shop, oder? Ja. Yeah. Oh nein. Ja, ich brauche vielleicht doch was für meine Range. Aber meine Feuerrate wurde verdoppelt. Hallöchen. Du hast zwei Secret Rooms mit dem Trinket. Ja, ich sollte danach mal schauen. Die Range ist mies. Die haben ein bisschen Outtaming und sowas. Wir werden was holen, was die Range erhöht, okay? Am besten wäre natürlich Continuum. Jetzt habe ich so eine gute Feuerrate. Das ist erstmal wichtiger ist als alle anderen Probleme. Jetzt stirbst du am Mothergeist? Ich sag's mal so, um an dem zu sterben, muss ich jetzt schon ziemlich oft erwischt werden. Ich gehe jetzt nicht gerade mit dem halben Herz rein oder so. So haben wir 3,5. Ich müsste also 4-mal erwischt werden, um hier zu sterben. Na Gott. Nein! Großer Gott. Aber ganz geschmeidig, du Geist. Und hier ist sogar noch ein halbes Herz gespawnt. Das heißt, ich kann noch ein bisschen länger überleben im Kampf gegen den Geist. Beziehungsweise auf der Flucht vor dem Geist. Kampf ist wahrscheinlich ein sehr großer Begriff für das, was wir hier machen. Sauberer Bombenwurf. Aber ich hätte hier die Karte bekommen können. Au. Mein halbes Soul Heart! Das will ich wieder! Und ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. So, wir haben zwei Secret Rooms. Shit. Warum ist der denn nicht hier? Oh Gott, keine Ahnung, wo der sein könnte dann. Aber ich weiß nicht, wo der zweite fucking Secret Room sein soll. Ich glaube, ich werde jetzt auch mal Münzen mitnehmen.
Und dann werde ich schauen, dass ich noch ein, zwei Soul Hearts kaufe. Steam Sale. Steam Sale ist natürlich verlockend. Das Problem ist nämlich, dass ich gleich noch ein paar Herzen aufgeben muss. Um weiterzugehen und das ist nicht gut. Ach, hier ist eine goldene Bombe dann. Okay. Bisschen spät, aber das ist okay. So, wir nehmen Steam Sale erstmal mit. Wieso Reroy? Ich dachte, man kann eh nichts kaufen. Ich kann Soul Hearts kaufen. Oh mein Gott, ein Bone Heart. Erwarte, Steam Sale bringt... Ach Gott! Ich kann Steam Sale jetzt machen. Ich hab's schon wieder vergessen. Okay, dann haben wir Boneheart, zwei normale Münzen. Ein Schlüssel, eine Bombe und die goldene Bombe. Ist Capricorn nicht besser? Nö, ich meine, es ist eine Heilung und sowas, aber... Wir wollen ja schon was Cooles jetzt mitnehmen. Vor allem habe ich noch einen freshen Reroll-O-Mat und eine Menge Geld im Shop. So, ja, das war doch nicht schlecht. Und da ist mein Soul Heart. Was? Da war ein Lucky? Oh, nö. Ich wünschte, den hätte ich gesehen. Also, wir nehmen noch das restliche Geld auf der Ebene mit. Und dann lass mich die Scheiße mal deaktivieren, damit ich wieder was sehen kann. Dann schaue ich noch, dass ich ein paar Items kaufe. Und dann stellen wir noch was her. Und dann hauen wir ab. Die Liste anlocken, ja, ja. Alles gut, ich will sowieso gerade nichts holen. Aber warte, ich hätte das Solar noch nicht mitnehmen sollen. Ah, ich habe das Solar zu früh mitgenommen, das war dumm. Das war dumm. Dumm war das. So, dann kaufe ich im Shop noch zwei Items und dann... ist sowieso kein Platz mehr für irgendwas, aber mal schauen. Nein! Ich kann doch nicht immer jedes Mal diesen fucking Lucky Penny von allen Münzen, die da liegen. Warum ist das, was ich mitnehme, immer der Lucky Penny? Das kann nicht euer fucking Ernst sein. Unglaublich sowas. So, pass mal auf. Ich werde jetzt erstmal die Tür aufmachen beim Boss. Weil du vorhin noch Luck wolltest. Ja, aber jetzt haben wir genug. Und fürs Crafting wäre der Lucky Penny schon interessanter. Okay. Jetzt kann ich dann auch guten Gewissens das Soul Heart mitnehmen. Bonard hat bestimmt gute Items. Wir haben eine Menge Zeug für gute Items. Oh, mir fehlen noch 2 Cent. Kein Lucky Penny eingesammelt dieses Mal. Okay, wir haben 2 Bone Hearts hier. Ich kann natürlich noch mehr holen, aber schauen wir erstmal nach. Warte, mit Bone und nee, mit Rotten Hearts macht man Guppy Items. Bone Hearts sind für gar nichts zu gebrauchen, so wirklich. Was würde meine Range erhöhen? Das Mom's Key.
Mom's Key müssen wir mitnehmen. Noch eine Bombe. Ich sehe nichts. Ist hier noch eine Bombe? Nee. Am Bossraum ist noch eine Bombe. Wenn wir aus den Kisten eine Menge Zeug rausbekommen, wird das halt ziemlich gut. Robert Cement würde ein bisschen helfen. Nicht wirklich. Nicht wirklich, befürchte ich. Also aktuell noch nicht. Ja, komm, wir können noch eine Runde Items holen. Ich werde das gute Zeug direkt mal einsacken und dann... Okay. Warum laufe ich weg? Ich bin doch sowieso immun gegen Explosionen. Also. Wenn ich Diplopia irgendwo einsetze. Ja, Restock wäre auch sinnvoll. Aber Diplopia wäre... Humbling Bundle. Nee, Humbling Bundle will ich eigentlich gar nicht. Mama Mega. Quatschot. Der Kistenkumpel. Knochen sind ein Range-Up und lustig. Knochen sind ein Range-Up? Dann nehmen wir die mit. Na, wobei, dafür brauche ich die 2,5, alles gut. Wollte gerade sagen, ich habe nur komplett alle falschen Items dafür dabei, aber das ist, stimmt nicht. Dann wollen wir noch den Lucky Penny. Dann brauchen wir noch einen Schlüssel. Und eine Karte statt dem normalen Cent. ...0,5 Range-Up. Ja, wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Noch ein Steam-Cell wäre hilfreich, aber... ...weiß nicht, ob ich dafür dazu in der Lage sein werde. Sehen wir noch einen Speed-Up? Wir nehmen einfach einen Begleiter mit. Wir wollen ja bekanntermaßen noch Conjoint haben. Weil ich will die Karte nicht. Herz statt Karte. Herz statt Karte und dann sind wir raus hier. Na, wir nehmen da oben noch Zeug mit. Und dann bin ich raus hier. Da habe ich nämlich genug von dieser Ebene hier. Da habe ich gar keine Lust mehr. So, weil hier liegt noch Geld. Oh, und da war noch ein Fünfer hinter dem Typen. Nee, wir gehen weiter. Lil Brimstone war auch in der Liste. Spielt keine Rolle, die Begleiter sind vom Damage her eh belanglos. Ist Boss Rush mit Tainted Cane so ziemlich die größte Herausforderung? Nein. Kein Super Secret? Oh ja, hätte ich schauen können. Ich habe in der Run kam gestern online, indem ich mit Tainted Cane den Boss Rush hatte. Und ich habe ihn ziemlich schnell bekommen. Ohne zu sehr angeben zu wollen. Ja, die Range ist ein Problem. Die Range ist definitiv ein Problem. Was machen wir denn da am besten? Wir haben Lucky Penny bekommen. Wie kann ich meine Range am besten? Wie viel Range-Up gibt Continuum?
Plus 3. Fände ich jetzt erstmal nicht schlecht. Continuum haben wir nämlich ein paar Mal in der Liste gesehen. Keine Explosion? Nein. Ist okay. Shit. Ich wusste nicht, dass ich noch extra zurück muss. Ich wünschte, ich hätte einfach eine Bombe gelegt. Number One ist permanentes minus 20 Range. Meinst du, das ist ein Range-Multiplikator, ein schlechter oder so? Minus 20%? Ah, okay. Ja, das habe ich schon befürchtet. Ich wollte gerade sagen, oh, ein Guppy-Item. Dann habe ich nachgedacht, ich dachte mir, Moment, so funktioniert dieser Charakter nicht. Ich muss erst ein bisschen rattern, um auf, zu dem Entschluss zu kommen. Oh, yes. Wir brauchen Restock. Oh mein Gott, der ist so gut. Was mit Traktor? Nee. Shit, wo ist Restock? Da ist doch irgendwo Restock. Der muss hier irgendwo sein. Ja, da war gerade gutes Zeug, aber da ist Restock. Ein Herz. Ein Zehner. Zwei Schlüssel, eine Bombe. Ne, drei Bomben. Eine normale Münze. Und noch ein Schlüssel. Das Gefühl, Restock wird relativ hilfreich sein. Wenn wir schon beim vorletzten Shop sind. Das ist gar nicht der letzte Shop. Ich dachte irgendwie, es wäre der letzte Shop aus irgendwelchen Gründen. Polyphemus. Polyphemus hat aber auch keine... Ich wünschte, ich wüsste, wo ich am besten Range herbekomme. Na, warum habe ich einen Rotten Heart? Aus dem Rotten Heart kann man Guppy-Items machen. Was soll das denn? Bloodclot ist ein gutes Range-Up. Aber auch nur für ein Auge. Shit, wie heißt nochmal diese eine Dingens, was, gibt das auch ein Tears Up? Diese eine Mr. Dolly oder was auch immer ganz oben ist. Gibt das Range und Tears Up? Mr. Dolly gibt's da kein Range Up? Seine Dingens. Genau, gibt Mr. Dolly Range Up oder nicht? Tears und Range Up, genau das will ich nämlich haben. Ich verstehe nur gerade nicht ganz, wo der Lucky Penny ist. Challenge Room? Oh. Bomben brauchen wir auch noch ein paar. Damit meine ich ein paar viele.
Ah, da oben. Okay. Komm schon, Mr. Dolly. 1,6 Range ab. Aber die fliegen ja immer noch kaum weiter. Boah, brauchen wir mehr Shotspeed? Shotspeed ist sehr unterirdisch aktuell. Ihr würdet also sagen, ich brauche Shotspeed. Shotspeed. Ah, ich will erstmal Guppy's Tail machen. Habe ich gerade beschlossen. Denn ich glaube, den Guppy's Tail finde ich geil. Zum einen natürlich Guppy-Item und zum anderen. Also die goldenen Kisten werden, die werden mächtig sein für uns. Wie lange geht der Run schon? 1,5 Stunden. Ach du Scheiße, der Run geht echt schon so lange. Uiuiui. Wo ist die Zeit nur hin? Aber es gibt noch so viel zu tun. Ich kann mir da doch nicht helfen. So, dann holen wir uns ein bisschen Shotspeed. Bisschen Shotspeed. Wie ich so gerne zu sagen pflege. Scheinbar. Zwei schwarze Herzen brauchen wir da noch. HP-Ups? Die haben Zeit. Die haben Zeit. Die laufen schon nicht weg. So, ein Schlüssel und eine Bombe brauche ich noch. Da ist der Schlüssel. Ich glaube, ich brauche mehr Range, oder? Wir holen uns jetzt Bloodclawed. Wenn er schon in der Liste gerade so weit oben ist. Dann nehmen wir ihn auch direkt mit. Habe ich überhaupt noch 3 Schlüssel? So, noch 2 Cent. Ich glaube, der Shotspeed wurde nicht mehr. Warum ist mein Shotspeed nicht gestiegen? Warte, was soll denn das? Egal, wir machen trotzdem Bloodclot für die Range. Und dann hoffen wir auf das Beste. Dann müssen wir noch conjoint werden und noch ein bisschen HP holen und dann sind wir bereit. Ich habe Yves Mascara. Ach, wegen Yves Mascara ist mein Shotspeed so niedrig. Yves Mascara war wahrscheinlich ein Fehler. Yves Mascara war sogar wahrscheinlich definitiv ein Fehler. Oh ja, hier haben wir noch eine Menge Schlüssel. Ja, ändert nicht wirklich viel. Ja, das ist wohl relativ RIP soweit. Aber okay. Ich nehme noch Münzen mit. Und dann werden wir noch einen Abstecher im Shop machen. Und dann, mal schauen.
Das du schaukelst das sicher noch. Ich denke nicht, dass der Run Gefahr läuft, verloren zu werden. C-Sex wird nicht von BFF beeinflusst, oder? Nee. Wohin geht's? Zu The Beast? Nee. Zu Mother. Deswegen habe ich das sehr gewaltige Messer bei mir. Ich meine, wenn sie mal zum Gegner rübergehen, dann... Was ist das für eine Scheiße hier gerade? Aber nein. Wenn die Tränen den Gegner mal erreichen, dann machen sie aber auch Schaden. Jetzt höre ich bald das Luck ab. Den zweiten Secret Room nehme ich eh nie mit. Ach. Und unabhängig von dem Isaac Runs, kriege ich bei der nächsten Ersatzbank dabei. Nein. Okay. Also. Ich meine, 2020 wäre wahrscheinlich wichtig. Was meint ihr? 2020? Wafer? Nein, wir brauchen keinen Wafer. Ich denke, ich bin auch für 2020. Nur herausfinden, wie ich an die ganzen Ressourcen dafür rankommen soll. Ich brauche noch einen Zehner, zwei Schlüssel, eine goldene Bombe. Okay. Warte, wo haben wir einen Zehner? Ach, den habe ich schon eingesammelt. Ah, verstehe. Ich komme doch an die ganze Scheiße hier nicht ran. Zwei Schlüssel. Oh, fuck. Okay. Ich brauche zwei Schlüssel, nicht drei. Ein Soul Heart und ein normales Herz. Okay, ich hab's geschafft. So weit, so gut. Dann, wir brauchen noch Conjoint auf jeden Fall. Haben wir gerade noch einen frischen Begleiter für Conjoint? Jo, Mongo Baby. Nennt aber nicht das Nachbarskind so. Das gibt's wieder Ärger. Drei Herzen. Ich habe einen Cent zu viel dabei. Dann soll er auch damit aufhören. Ja, das muss ich mit ihm klären. Okay, wisst ihr was? Ich werde das restliche Geld und sowas. Den Rest werden wir auf der nächsten Ebene machen. Ich glaube, wir haben genug Zeit auf der Ebene verbracht. Ich denke, es ist an der Zeit, weiterzugehen. Der spielt im Garten immer Genghis Khan. Der ist ja doch ein Mongole. Ich meine, wahrscheinlich. Außer dem Terrorzwerg. Frischer Sub. Wie viel lieben Dank. Auch keine Karte. Tut mir das doch jetzt nicht an. Das ist interessant. Oh, das ist gut.
Nee, ist nicht so gut, wie ich dachte. Ich dachte, da kommen ein paar nette Items raus. Ich meine, der 10er war okay, aber ich weiß. Oh, das ist... Das ist ein interessanter Bild geworden. Dann noch ein paar schöne Items. Goldene Bombe. Oh Gott. Ich hasse diesen Raum. Was, wenn ich Ipecac mitnehmen würde? Ich denke, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich bin eh immun gegen Explosionen. Heute gönnen wir uns was. Heute gönnen wir uns was ganz Besonderes. Nochmal einen Cent. Ein Soul Heart. Noch eine, zwei normale Bomben. Und auch ein rotes Herz. Black Candle holen? Ich bin doch kein Langweiler. Nee, so eine Black Candle brauchen wir nicht. Kein rotes Herz. Wo ist ein rotes Herz? Hey. Schnürschuhkollegen. Habt ihr ein rotes Herz? Da ist ein rotes Herz. Dankeschön. Ich denke, das ist schon okay so. Wir müssen noch Conjoint auftreiben. Dafür fehlt mir noch ein Begleiter. Wer hilft mir denn zu Conjoint? Wir können auch Fruitcake an sich noch mitnehmen. Aber erst Conjoint. Der Steven zählt zu Conjoint, richtig? Yeah? Okay. Gott, der ist ganz schön bombenhungrig. Okay. Ich denke, wir schauen noch, dass wir ein, zwei HP-Ups dann auftreiben und dann sind wir eigentlich fertig für diesen Run. Was meint ihr? Oh Gott. Ey, ich denke, es gibt in diesem Run nicht mehr viel zu holen. Ich kann nicht mal mehr was sehen. Ich meine, wenn wir noch Guppy werden könnten, hätte ich natürlich nichts dagegen, aber ist ja auch kein Muss. Muss ja auch nicht immer. Manchmal ist ja auch weniger mehr. Aber ich bin so gespannt, wie das im Kampf gegen Marder laufen wird. Dann wiederum Polyphemus wäre halt noch extrem stark. Vielleicht kriegen wir noch einen alten Polyphemus zusammen. Und welche Tränen würde ich die Sache noch besser machen? Meinst du Continuum? So, was haben wir denn hier alles? Black Candle brauche ich jetzt nicht wirklich. Cricket's Buddy haben wir schon. Das ist auch super interessantes Zeug. Bad Rock Bottom? Ich meine, es wird hier gerade für einen Spottpreis angeboten. Ich glaube, den nehmen wir mit. Das ist halt ein echt günstiger Rock Bottom.
kann man nichts gegen sagen. Hier ist ein Soul Heart. Hier ist ein Bone Heart. Was muss denn weg? Die Karte. Die Karte muss durch ein Soul Heart ersetzt werden. Dann auch noch Stern über Bethlehem. Der ist nicht so leicht zu bekommen. Ich bräuchte irgendwas, das meine Range für kurze Zeit enorm erhöht. Was macht Rock Bottom nochmal? Rock Bottom macht effektiv, dass Stats nicht sinken. Auch wenn es natürlich nicht ganz so funktioniert, aber... Wenn ich $3 Bill mitnehme, dann bekomme ich doch, je nachdem, was für eine Fähigkeit ausgelost wird, bekomme ich doch auch verschiedene Stat-Ups, richtig? Richtig. Yeah. Ja, nehmen wir das mit. Da komme ich nicht ran. Bombe, Herz, $3 Bill. Meine Range ist gestiegen um 1,9. Gönn doch mal noch ein bisschen was. Ja, jetzt nicht so. Was könnte sonst noch temporäre... Was mit Astral Projection? Gibt einem das nicht eine Feuerrate von 800 oder so? Wenn ich einmal getroffen werde. Ich nehme es einfach mit. Yeah. Dann noch ein bisschen mehr Range up. Das ist der gute Stoff. Dann brauchen wir noch ein paar Bomben. Müsste klappen. Schlüssel brauche ich auch noch einen zweiten. Ach ja, meine Range ist jetzt ganz komisch. Okay. Wir nehmen noch ein Guppy-Item mit. Wenn wir schon mal hier sind. Nein! Fucking Magneteffekt. Hilf überhaupt nicht dabei, Guppy zu werden. Die Münze muss weg. Hat. Problem ist aber, dass mir noch ein Guppy-Item fehlt. Ich will noch ein Guppy-Item, vielleicht noch Polyphemus. Oh, Polyphemus ist so gut, meine Feuerrate sinkt dann ja nicht. Oh, wir wollen definitiv Polyphemus haben. Ich denke, dann sind wir so halt erstmal fertig. Erneut mit diesem Run. Was soll ich sagen? Rock Bottom hat das Ganze nochmal ein bisschen... Rock Bottom hat dem ganzen Run nochmal ein bisschen Leben eingehaucht. Zwei Drittel Guppy. Ja. Ich bin erst irgendwie auf der Suche nach dem Shop. Damit er vielleicht noch ein paar Items für mich hat. Kann ich ein Guppy-Item noch machen, zufälligerweise? Nee. Gerade nicht. Außer von Kansas, 13 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Sind wir jemals fertig mit den Runners oder fertig mit uns? Letzteres. Für Guppy-Items brauchst du Pillen. Oder schwarze Herzen oder Rotten Hearts oder sowas. Yes, Bob's Brain, das wär's. Bob's Brain wäre okay. Da ich immun gegen Explosionsschaden bin. Shit, hier ist schon...
Ich hatte den Shop noch nicht, oder? Ist 360 ein Range-Up? Ich brauche keinen Range-Up mehr. Durch die $3-Bill ist meine Range von 6 auf 13 gestiegen. Wir hatten auch keinen Shop, oder? Meine Range ist schwer in Ordnung inzwischen. Spreng den Stein vor der Schlucht, damit du an den goldene Kiste kommst. Welch macht er das? Oh, okay. Ja, keine Ahnung. Nein, hör doch. Fucking Magnet. Hä, es muss doch noch irgendwo der Shop sein. Erstlinie, bräuchtest du mal Leben? Nee. Okay, wir machen kleiner als 3. Zufrieden. Ja, yeah, okay. Sehr gut. Dann brauche ich noch eine Bombe. Okay. Ja, ansonsten. Wir machen den Rest nächste Ebene, glaube ich. Denn ich glaube, ich bin zu dumm, den Shop zu finden. Ja, hätte ich mal die schwarze Kerze geholt. Nee, komm, wir gehen weiter. Gar keine Lust mehr. Rechts. Ach so. Ja, keine Ahnung. Oh ja, hier war ich gar nicht. Hier war ich nie. Gott, dieser fucking Run. Ich weiß nicht mehr, was hier überhaupt passiert. Zwei Eternal Hearts? Goldener Schlüssel? Hier sehe ich ein paar würzige Items. Ich muss an sich... Stern über Bethlehem. Das ist doch der gute Stoff. Ein Eternal Heart. Zwei Eternal Hearts und ein rotes Herz, das ich nicht haben wollte. Dann brauche ich noch ein Solar. Wie soll ich ans fucking Solar jemals rankommen? Nein. Okay, ich habe es scheinbar geschafft. So, dann brauche ich noch eine Karte. Ach du meine Fresse. Okay. Stern über Bethlehem. Weiß uns den Weg. Hä? Ich muss den erst aktivieren. Nee, es ist nicht der Stern über Bethlehem. Warum kann ich jetzt... Was? Eden's Soul? Was ist Eden's Soul? So eine Scheiße. Kriegst du jetzt... Kriegst zwei Angel Deal Items? Ich habe aber gar nichts bekommen. Ach, deswegen ist ja alles voll mit Items am Boden. Shit.
Komm, machen wir Parasite. Bevor wir uns die Laune verderben. Wir wollen uns ja nicht die Laune verderben. Dann brauche ich noch einen Schlüssel. Zwei normale Münzen. Ein Herz. Okay. Ich werde nicht noch Guppy werden. Danach ist mir der Rest eigentlich egal. Ich will nur noch mal eben Guppy werden. Wir nehmen das noch mit. Das reicht nicht, um Guppy zu werden. Das reicht überhaupt nicht, um Guppy zu werden. Wie fülle ich eigentlich jeden Soul auf? Mit was wird jeden Soul aufgefüllt? Mit Batterien oder... Wie läuft das? Durch Räume. Blaue Herzen. Blaue Herzen, oder das war noch ein anderes Item. Normale Chargers. Okay. Ja, ich sehe gerade nichts, was mich wirklich anspricht. Wir können Triple Shot wahrscheinlich mitnehmen. Shit. Ich glaube, ich habe keine Schlüssel mehr dafür. Ich habe auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Wir nehmen einfach Items mit. Und dann schauen wir, was wir bekommen. Wir hauen jetzt nämlich ab. Ich glaube, ich habe auch das Ende meiner Geduld erreicht an dem Punkt. Oh Gott, es wird immer mehr. Weil das bringt mir überhaupt nichts. Oh, Flats down. Machen sagt nur mit Geld. Ah. Komm, mein Fletch nehmen wir noch mit. Ach, shit. Okay, ich muss aufhören. Ich muss aufhören. Ich habe nur einmal gedrückt. Ich habe nur einmal gedrückt. Komm schon, das letzte Guppy-Item, das muss doch noch irgendwo... Continuum. Das muss doch noch irgendwo sein. Nee, ich find's nicht. Okay, wir machen noch den goldenen Scheißehaufen, okay? Mach noch den goldenen Haufen. Von was habe ich zu viel mitgenommen? Ich brauche den Schlüssel nicht für den goldenen Haufen. Okay. Okay. Jetzt! Jetzt! Jetzt haben wir genug. Continuum, das können wir jederzeit noch machen. Beziehungsweise wir schauen auf der nächsten Ebene. Hat länger überlebt, als ich dachte. Muss ich sagen. Hat länger überlebt, als ich dachte. Wir nehmen das negativ mit. Jesus Juice, so sehen wir uns also wieder. Eternal Art nehmen wir auch mit. Tech Zero? Oh, machen wir noch nicht schwach mit so einer Scheiße.
Liegt hier noch ein Soulheart in dem Raum? Nee. Ah nee, das macht er jetzt nur noch schlimmer. Nee, komm. Was passiert hier überhaupt? Was ist dieser Tornado um mich herum? Oh, da ist noch ein Soulheart. Vielleicht machen wir noch Sad Bombs. Nein! Also nicht dein fucking Ernst. Hat sich gelohnt der Run? Wie hat sich gelohnt der Run? Wir können zu Mega Satan. Und nach Mega Satan können wir vielleicht zu Delirium, also. Ist noch alles möglich. Okay, wisst ihr was? Ich werde keine weiteren Items mehr machen. Habe ich beschlossen. Oh, fuck. Warum habe ich mich nicht getroffen? Warum habe ich mich treffen lassen? Oh nein. Warum habe ich mich treffen lassen? Den Arki craften? Ach du Scheiß, was können wir hier gerade für Items machen? Ist das euer fucking Ernst? Was ist das hier gerade? Vielleicht können wir wirklich den Arki craften. Wenn wir dem Ganzen nur genug Zeit geben. Okay, warte, ihr habt doch jemand hat doch mit dem Seed nachgeschaut. Für den Arki, was brauche ich für den Arki mit dem Seed? Items im Secret-Raum zu legen, wird dir immer krasse Komponente geben? Okay, mach das Schwert. Schaut mal bitte jemand nach. Dankeschön. Ich werde so lang einfach mal die Ebene weitermachen. Oh mein Gott. Ich drücke halt wirklich nur einmal. Oh mein Gott, zwei von denen. Oh. Das ist der Arki! Das ist der Arki! Ups, okay. Okay. Dann brauchen wir einen Lucky Penny. Zu ruhig auf einmal. Wo ist denn der Lucky Penny? Ah, da ist er. Da ist er doch. Ein Boneheart brauchen wir. Hier ist eins. Ein Boneheart, eine Pille, drei Soulhearts. Oh, da. Eine Pille haben wir auch hier. Ja, Eternal Heart brauche ich nicht. Die normale Münze und die Bombe muss ich dann jeweils durch einen Soul Heart ersetzen. Haben wir noch einen Soul Heart hier irgendwo? Rotes Herz, nicht Soulheart. Ich mache das Rezept darunter.
Nein, was? Nein, was wollt ihr denn von mir? Ich werde schon noch ein Soulard auftreiben können. Jetzt bleib mal ganz entspannt hier, okay? Also ein Soulard aufzutreiben würde jetzt wirklich... Oh fuck, ich hab... Oh nein, das Ding ist jetzt voll. Eden's Soul ist voll, das macht mir Angst. Okay. Da ist doch ein Soul Heart. Oh Gott. Okay. So, entweder werde ich jetzt noch Guppy oder ich gehe weiter. Guppy-Item oder ich bin raus. Ich sag's, wie es ist. Ohne Guppy seht ihr mich hier nicht mehr wieder. Und ich sollte wahrscheinlich die Socken machen. Oh oh. Oh oh. Na gut, was auch immer. Okay, weiter geht's. Pass mal auf. Machen die Liste aus. Oh mein fucking Gott. Machen wir den Run mal fertig. War es magnetisch? Ja, Free Dollar Bill macht manchmal Magneteffekt. Schau ich die Pinner an. Können gar nichts gegen mich ausrichten. Wir gehen einfach weiter. Wenn ich schwarze Herzen irgendwo finde oder Rotten Hearts, dann werde ich mich noch Guppy machen. Aber ansonsten würde ich sagen... Ich meine, ich weiß nicht mal, warum ich mich... Ich meine, ich weiß, warum ich mich Guppy machen will, damit ich fliegen kann. Ansonsten ist das ja... Ist ja zum Fick ist das hier überhaupt gerade? Also du bist auch noch stunk, oder was? Komm du mir bloß nach Hause. Einfach weiter. Stirbt der Stream gerade durch den Bild? Das ist eine gute Frage. Wir haben super viele Frames gedroppt. Liegt das an dem Bild? Ja, ich glaube, das liegt daran, dass wenn ich schieße, dass dann da steigt die Bitrate ziemlich an. Falsche Richtung. Naja, na gut, dann können wir auch direkt zurück. Können wir auch direkt wieder gehen. Nee, ich will gar nicht. So, Mother wollten wir machen. Das ist unser Ziel. Ich drücke halt wirklich nur einmal in die Richtung des Gegners. Mori findet immer einen Weg zu Throne. Nein, 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 nein. Der Run steht 1A da, okay. Ohne Probleme. Jetzt craft wir den nächsten Arki. Nein, ich muss aufpassen. Das Spiel ist nämlich sehr kurz davor zu crashen, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich weiß, es ist jetzt erstmal schwer zu glauben. Ich konnte nicht nach oben gehen. Oh, das war ja angenehm. Das war eine ganz angenehme Erfahrung soweit. Weiter geht's. Er stirbt ein Stream? Ja, ja, ja. Mach mal zufällige Items? Nein. Ich bin halt wirklich nicht viele Items davon entfernt, dass einfach das Spiel nur noch crashen wird. Wir können wirklich, wirklich, wirklich nicht weitermachen.
Ich meine, ich drücke einfach nur einmal in die Richtung und seht ihr, was passiert? Money equals power? Nee, nee. Spielt wirklich keine Rolle, wie viel Schaden wir machen. Niemand wird den Angriff überstehen. Niemand. Ich meine, Sacred Heart wäre noch ganz cool. Aber, nee. Nee, 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 nee. Großer Gott. Warte, ich habe doch das Messer sogar noch dabei. Machen wir uns ein zweites Messer. Machen wir uns ein zweites. Damit wir das Messer behalten können. Bei Hush brauchst du mehrere Angriffe durch Damage Reduction. Die Late-Game-Bosse haben alle Damage Reduction. Und ich kann dir versichern, die Damage Reduction wird komplett überfordert sein. Das ist zu viel Schaden für die Damage Reduction. Perfection? Na klar, warum nicht? Warum nicht? Spricht ja nichts dagegen. Außerdem von Skull HD 500 Bits. Vivi, lieben Dank. Vivi, lieben Dank. Ich kann nicht mal zur Tür laufen. Ich kann nicht zur Tür. Oh, dieser Run. Dieser Run, dieser Run, dieser Run. Das wird feurig jetzt. Der Run ist schon die ganze Zeit feurig. Warum gehe ich hier rein? Das ist Tainted Keeper. Nee, hier kriege ich auch kein... Experimental Pill. Experimental Pill wird wahrscheinlich auch noch meine Stats erhöht haben. Haben wir... Nee, da ist kein Sacred Heart. Alles gut. Nee, nee, wir machen kein Sacred Heart. Ich gehe einfach weiter. Nö, wir gehen weiter. Toxic Shock wäre eine Idee. Nee. Alles cool, alles cool, alles cool. Mach euch keine Sorgen. Ich meine, wenn ich schön vorsichtig spiele, crasht das Spiel ja auch nicht. Ich meine, wir droppen vielleicht ein paar Frames, aber hey. Bisschen Schwund. Bisschen Schwund ist immer. Oh nein. Oh Gott. Vor allem ist die Feuerrate auch noch so fucking dämlich hoch. Lauf! Lauf! Ich glaube, der Flatstone ist das, was es endgültig was nicht gecrashed, sondern was den Run endgültig viel zu lächerlich gemacht hat. Ich glaube, die Tränen oder die C-Section-Kerle explodieren bei jemandem, wenn sie auf dem Boden aufkommen. Oh, ich habe Perfection verloren. Ups. Schande. Absolute Schande. Ja, ich weiß auch nicht. OBS ist gerade... OBS kooperiert gerade nicht so gerne. Habe ich schon alle drei Schalter aktiviert? Aber jetzt kann Run nicht so ganz verarbeiten. Kann auch sein, dass das Internet gerade stirbt. Was ungünstig wäre, denn das erste Mal ist der Mobile Hotspot mich im Stich lässt. Wenn man sich gar nicht vorstellen, sowas, aber. Ich habe halt keine Ahnung, ob es vielleicht am Run liegt. Dass die Codierung da ein bisschen belastet wird.
Ja, es stirbt halt jedes Mal, wenn ich, wenn ich losfeuere. Nee, jetzt gerade nicht. Nee, stirbt generell einfach. Das Internet will generell einfach nicht kooperieren. Nee, pass mal auf. Dann werde ich mal eben... Brauchst du das zweite Messer? Nein, wir werden es mitnehmen. Lass mich die Bitrate ein bisschen anpassen. Hier ist der Schalter nicht. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Gott, dieser fucking Run. Huiuiuiuiuiuiuiui. Ja, ich glaube wirklich, dass der Stream ein bisschen stirbt. Dass, es könnte eventuell wirklich an... Warum bin ich nicht mit dem Wagen rüber? Es könnte eventuell wirklich... Nee, nee, es liegt nicht daran. Nee, es liegt einfach generell daran. Ungünstig, aber okay. Hm. Ich könnte versuchen, wieder auf mein reguläres Internet zu switchen. Mal schauen. Wir machen auf jeden Fall... Aber was soll das denn? Warum... Okay, Moment. Moment, Moment, Moment. Ich glaube, ich switche auf mein normales Internet um, zum Test. Braucht nur ein paar Minuten, bis er das dann übernimmt oder so, aber ich weiß nicht ganz, was jetzt passieren wird. Im schlimmsten Fall muss ich dann einfach nochmal my stuff. Zwei Knife Pieces. Zwei, warum wird nur ein Keypiece angezeigt? Ach so, mein Stuff ist, das kann ich scrollen. Oh mein Gott. Habe ich das schon mal gesehen? Schön, wie sie erstmal beim Meister nach links und rechts gehen kann. Ich wusste nicht, dass das eine Sache ist. Es wirkt auch so, als ob da mehr angezeigt werden können sollte als nur zwei Spalten, aber scheinbar nicht. So, ich bin auch online soweit, richtig? Ich bin auch online, oder? Oh ja, ich hab die Tür aufgesprengt, deswegen kam die Lore wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht? Okay. Au. Ich habe zwei von den Knives und zwei Griffe dabei. Das ist so dämlich. Das ist so dämlich. Zweieinhalb Messer. Kann ich überhaupt fliegen? Nee. Nicht in diesem Run. Ich meine, ich will immer noch eventuell Guppy werden, aber ich ist mir auch egal an dem Punkt. Das macht für den Run halt echt keinen Unterschied mehr. Two and a half knife. Als ich im Hotel war und dann, habe ich ein bisschen Pro7 gesehen und da läuft halt immer noch die ganze Scheiße wie früher. Läuft immer noch Tunter Halfman und sowas. Man sieht es und denkt sich, mein Gott, wo wart ihr die letzten 12 Jahre? Wie könnt ihr immer noch die gleichen Serien von damals laufen lassen? Ist es... Ich weiß, dass Fernsehen nicht mehr so lukrativ ist wie früher mal, aber mein Gott... ...81% Chance für Planetarium? Nein, der 100% Planetarium-Chance. Und das liegt daran, weil ich keine Goldbäume mehr mitgenommen habe. Denn wir benötigen keine. Ich dachte mir gerade, oh mein Gott, das ist Pyromantic und das ist mir eingefallen. Ach ja, Tainted Cane. Der alte Tainted Cane, der kann mit sowas nichts anfangen. Oh mein fucking Gott. Ich kann irgendwo hinlaufen.
Einfach immer weiter. Nicht stehen bleiben. Immer schön weitergehen. Gar nicht drüber nachdenken, was hier gerade passiert. Ich weiß nicht mal, wie passiert denn jetzt, wo seine ganzen Jungs weg sind. Ach so. Okay. Der Boden ist grün. Das war ein grüner Boden, möchte ich einfach mal anmerken. Kurz durchatmen. Nein, dafür haben wir keine Zeit. Schön grüne Fliesen hast du da. Hey, das ist ein Planetarium. Oh mein Gott, tu mir das jetzt nicht an. Na, keine so guten Items, die man hier rausbekommt. Nicht so gute Items, wie man meinen würde. Der D100! Ich habe das Gefühl, generell fliegen zu können, wäre keine... Reroll doch mal. Nein. Ich will mit diesem Run Mother machen, denn... Oh, ich habe da 3 Damage dazu bekommen. Denn ich will sehen, wie lange Mother überstehen wird, okay? Bin ich mit Soymic auf 36 Damage gekommen. Das liegt in erster Linie an Rock Bottom. Nein! Ich weiß nicht, ob ich das aufbekomme. Nein! Das kann doch nicht sein! Oh mein Gott! Da war eine Explosion, die mich nach oben geschubst hat. Fucking Ernst! Wir versuchen nochmal einen Arc zu machen, okay? Das kommt richtig scheiße an. Ich kann nicht mal laufen. Diesmal werde ich beim nächsten Mal, werde ich einfach unten in der Ecke stehen, so lange, bis niemand mehr, bis keine Träne mehr im Raum ist, und dann werde ich es versuchen. Lucky Penny. Komm direkt mal mit, mein Hübscher. Warum ist hier nur ein Item? Jetzt kommen langsam mehr Tech Eggs. Prinzipiell natürlich höchst interessant, aber nicht heute. Hat denn nicht jemand Hunger im Chat? Die Person ist wahrscheinlich verhungert, bis morgen mit dem Run fertig ist. Das lässt sich wohl nicht verhindern. Großer Gott. Kann der jetzt hier die Tür nicht öffnen? Ne, die Tür ist nicht mehr hier. Wir sind zu weit, um noch zu Mother zu kommen.
Und ich brauche den Arki. Gönn doch was. Fucking Brimstone. Ich will gar nicht erst wissen, was dann passieren würde. Aber wir könnten zu Guppy werden. Komm, wir machen jetzt Guppy. Dann wiederum, nein, ich kann nicht mein Lucky Penny einfach aufbrauchen für Scheiße. Ne, wir machen jetzt nicht Guppy. Komm, wir gehen weiter. Wenn ich Guppy wäre, könnte ich da runterfliegen. Der alte Brimmy würde das Spiel crashen, vermutlich. Ich mache mir Sorgen, dass alles, was irgendwie Run stärker macht, das Spiel crashen könnte. Komm schon, wo ist denn der Arki? Ach, den Secret Room hier hatte ich schon. Holy Mantle, Sacred Heart, aber kein Arki. Was soll das denn? Was soll das denn? Ich denke, ich gehe zur nächsten Ebene weiter. Dann schauen wir, ob wir irgendwas bekommen. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, das hier ist hier aktuell nicht ganz das, was mir weiterhilft. Ich meine, wir haben noch alle Zeit der Welt. Vor allem, wenn ich in der Chest bin, bekommen wir noch eine Menge Items. Das heißt, den Arki können wir auf jeden Fall noch zusammen bekommen. Da mache ich mir Guppys Ei. Nein, wir nehmen nicht Guppys Ei mit. Wir brauchen den Arki. Und zwar dringend. Und nichts anderes. Ausschließlich den Arki. Wie lange geht der Run? Zwischen 2 Stunden, ne? Der geht noch ein bisschen länger. Das ist doch keine Zeit für einen Run. Ah, fuck. Fuck! Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt darauf hoffe, dass ich in der Ebene... Oh mein Gott. Geh einfach weiter. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt auf der Ebene hier drauf hoffe, weil in der nächsten Ebene bekommen wir überall Items. Mit den Items ist sehr viel... Oh mein Gott! Ist sehr viel wahrscheinlicher, dass ich was zusammenbekomme, was mir dabei hilft, den Arki zu machen. Okay. Keine Überraschung. Kein Arki. Kein Arki. Twisted Pear wäre natürlich auch interessant. Immer noch nicht? Das sind einfach die besten Items im gesamten fucking Spiel, aber wir können nichts davon mitnehmen. Posthead. Nein! Hör mal auf jetzt! Ich suche nach dem Arki. Es sind so dämlich gute Items.
Hör ich die Scheiße hier gerade mal an. Twisted Pear und Succubus. Ich meine, wäre eine Möglichkeit. Oh, schön alle Tränen aufgebraucht. Das war leider nur Müll. Gott, der ganze Boden ist halt immer von innerhalb von kürzer Zeit grün. Der Boden ist so grün, Magic Mushroom. Es kommen auf jeden Fall neue Items dazu. Gott, sind so gute Items. Mein Gott. Einfach alles, was man sich nur irgendwie wünschen kann. Aber wir brauchen nichts davon. Außerdem von Rongi 65 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Wir wollen einfach nur den Arki machen. Das ist alles, was ich mir wünsche. Der Rest ist mir egal. Oh Gott. Das war auch schon wieder nur Müll. Oh mein fucking Gott. Müll. Nein, das ist kein Müll. Was sehe ich hier überhaupt alles? Aber kein fucking Arki, wirklich. Das kann doch nicht sein. Kann ich keinen mehr machen? Keine Arki in Sicht. Gott, ich kann halt jedes gute Item 800 Mal machen. Muss ich einfach nur weiter runter, damit der Arki kommt oder so? Oh, meint ihr, ich brauche einen Boneheart dafür? Dass mir das noch fehlt? Vermutlich. Ja. Warte, kann ich das Geschenk machen? Shit, hatten wir das Geschenk irgendwo? Wir hatten doch das Safe das Geschenk, oder? Weil wenn ich das im Secret Room mache, bekommen wir wahrscheinlich einen Boneheart raus. Wo ist das, das Geschenk? Ich brauche noch einen normalen Cent und einen Schlüssel. Shit. Okay. Ein Fünfer und einen Zehner. Ich weiß nicht, wie ich am besten an das Zeug rankommen soll. Oh ja, hier hatten wir noch ein bisschen was liegen. Jetzt ist der Lucky Penny weg. Egal, wir hatten drüben noch einen. Was muss denn sonst noch weg? Zwei Schlüsse. Statt dem roten Herz brauche ich den fucking Zehner. Ich habe auch keinen Fünfer. Oh mein fucking Gott. Da ist ein Lucky Penny. Was kommt für den Lucky Penny weg? Zwei Schlüssel, eine Bombe.
Ich habe jetzt zwei Fünfer dabei. Genau, der eine Fünfer wird durch einen Lucky Penny ersetzt. Geschenk. Okay. Gott. So eine Scheiße. Bonehard. Komm schon, der Arki. Ich glaube, es fehlen generell die guten Münzen. Hier sind nämlich insgesamt keine so guten Items mehr jetzt in der Übersicht. Habe ich schon wieder verkackt? Ich bekomme den Arki nicht mehr hin, oder? Der Bagger gibt Bone Hearts? Er gibt auch Rotten Hearts. Weißt du was? Vielleicht ist der. Vielleicht droppt der genau den Stoff, den wir brauchen. Manchmal kackt er auch ein bisschen. Aber scheißen wir uns nicht alle manchmal ein? Es hat einfach kein Arki dabei. Komm schon. Drop wenigstens noch das Rotten Baby. Das würde auch helfen. Forget me now, wäre noch eine Idee. Oh, ich will eigentlich, ich habe eigentlich echt keine Lust gerade auf die ganze Scheiße. Okay. Da ist er. Wir haben ihn. Zwei Rotten Hearts. Drei Soul Hearts. Der Lucky Penny war hier oben irgendwo. Ah, fuck, wo war denn der Lucky Penny? Dran vorbei. Dann brauchen wir noch eine Pille. Ein Zehner brauchen wir noch. Links vom Secret Room. Ah ja, direkt hier unten. Ich wusste doch, dass er irgendwo direkt an der Tür war. Ein Zehner. Wollen wir denn den Zehner liegen? Sag Gott, lass mich mal gehen. Bist du an der Location oben? Ach, wahrscheinlich da oben links bei dem Herz. Im Secret Room war einer? Kannst doch Twisted Pair machen. Wenn ich Twisted Pair mache, wird das Spiel crashen. Ach, hier links. Okay. 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 Versuchen wir es auf ein neues. Diesmal wird's klappen. Lass mich gehen. Ich werde auch gar nicht erst in die Spiegelwelt gehen dieses Mal. Wir werden nicht das dritte Messer holen. Ich habe keine Lust. Wir werden jetzt einfach...
Wir werden jetzt den Kampf gegen Mother machen. Instant gestorben. Instant. Bist du dir sicher? Ich hoffe es. Mach noch einen Arki. Wäre wohl besser. Ich wollte gerade sagen, wenn es diesmal nicht klappt, bla 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 bla. Aber es wird diesmal klappen. Wir werden an der Scheiße nicht nochmal scheitern. Sehe ich gar nicht ein. Bin ich nicht für zu haben. Komm mal her, Wurmi. Da dachte ich mir. Da ist nicht mehr viel übrig. Ich habe Perfection bekommen. Was lustig ist, gemessen daran, um welchen Run es sich hier gerade handelt. Guppy, please! Oh, XL-Ebene, sehr schön. Guppy wäre nicht verkehrt. Wir müssen halt schwarze Herzen irgendwo bekommen. Einfach weg. Ashbit XL ist gut für die Situation. Muss man fairerweise sagen. Haben wir schon ein Guppy-Item hier? Wollte gerade sagen, ich kann fucking Arki machen, aber nein, es war noch gelockt von vorhin. Nee, kein Guppy-Item. Aber jetzt! Komm schon, ich will nur ein fucking Guppy-Item, dann kann ich fliegen. Das ist alles, was ich von diesem Run mir noch wünsche. Titel auf YouTube sollte einfach nur Arki lauten. Ich meine, wahrscheinlich, aber wäre auch nicht so ein aufregender Titel. Einfach gehen. Einfach gehen. Batterie? Und noch ein Soul hat. Fucking Polyphemus? Komm schon, wir bekommen doch jetzt das letzte Guppy-Item, oder? Komm schon. Komm schon. Ich muss... Warum kriege ich das letzte Guppy-Item nicht? Warum ist es mir nicht vergönnt? Immer dann, wenn es mir vergönnt ist, ist so viel, muss ich so viel anderes Zeug machen. Hivemind, was will ich mit Hivemind? Ich bin nicht Guppy. Okay. Wir nehmen Polyphemus mal eben mit, okay? Ich meine, Polyphemus lässt das Spiel nicht crashen, glaube ich. Ist einfach nur ein geschmeidiges Stat-Up. Da kann man ja nicht Nein sagen. Kannst ja nicht Nein sagen zu sowas. Bombe. Soulheart. Genau, dann brauche ich noch eine Karte. Wollen wir eine Karte? Hier ist keine. Wo haben wir denn eine Karte?
Ich habe das Gefühl, ich bin gerade zu dumm, eine zu finden. Da unten vielleicht? Ach, da unten. Okay. Komm, nimm die Münze weg. Okay. Damage wurde erstmal nicht erhöht. Nein, wir machen jetzt auch normal weiter. Wir werden jetzt nicht Gabi, okay? Ich verschwende schon wieder so viel Zeit mit nichts. Ich muss leider erst einmal Schaden nehmen, bevor... bevor der... Nee, wir kriegen keinen Damage-Bonus. Oh, das ist lahm. Polyphemus hat gar nichts gebracht. Polyphemus hat nichts gebracht. Sehr, sehr enttäuschend. Da habe ich mir mehr erhofft, muss ich gestehen. Lass ich mal in Ruhe. Schon wieder ein stinkendes Planetarium, das ich nicht haben will. Lass mich aus der Tür raus. Nein, jetzt habe ich 54 Damage. Polyphemus hat was gebracht. Es hat nur ein bisschen gedauert. Weil Rock Bottom komisch ist. Ja, das war gut. Was ist das Ziel des Runs? Ziel des Runs ist, Mother zu besiegen. Okay. Ich wollte gerade auf Nummer sicher gehen, dass ich nicht versehentlich runterspringe oder so. Das war knapp. Astral Projection und der Poop gleichzeitig waren nötig anscheinend. Oh. Das war es, was den Unterschied gemacht hat. Ich bin auf der Suche nach Herzen. Das ist das Einzige, was ich mir hier gerade noch erhoffe. Nicht, dass ich mir Sorgen mache, zu sterben oder so, aber... Besser haben und nicht brauchen, als das andere. Stream stirbt. Ja, ja. Scheint immer auf einer gewissen Ebene zu passieren. Ist das derselbe Run wie von vor 2 Stunden? Ja. Yeah. Internet scheint generell heute ziemlich shit zu sein. Okay, pass auf. Ich werde eine Sache versuchen. Ich werde jetzt meinen Router wieder ausstecken und schauen, dass ich wieder nur über den Hotspot streame und schaue, ob es funktionieren wird. Wobei ich glaube, dass nicht mal das Internet geswitcht wurde. Ich glaube, vorhin ist der Stream nicht mal auf den Router umgeswitcht. Aber wie auch immer. Wie auch immer. Immer schön weitergehen. Der Run hat mehr Angst vor mir, als ich vor ihm. Das ist das Wichtigste. Und wir gehen einfach. Der schwächste und kürzeste Run. Ja. Yeah. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben.
Außerdem von Ryan UK. Frischer Sub, wie vielen lieben Dank. Ein Eternal Heart für mich. Geh mal weg. Keypiece Nummer 1. Hör auf, mir die fucking Keypieces auch noch zu geben. Ach warte, warum wurde bei My Stuff vorhin eigentlich nur, die Keypieces und sowas angezeigt. Aber bei My Stuff ist ein bisschen, da muss man ein bisschen scrollen, um alles zu sehen. Godhead hast du auch dabei? Ja. Yeah. Wir haben alles, was cool ist und Spaß macht. Ich habe nur das Gefühl, die ganzen Explosionen waren zu viel des Guten. Das ist okay. Das ist okay. Na, kein Damage-Bonus mehr. Ups. Ich bitte auf, für die ganze Zeit dieses dummen Planetarien zu bekommen. Ich will die nicht mehr. Oh Gott. Okay, es geht los. Bitte. Oh, fuck. Warum muss jetzt auch noch dieses dumme Portal da sein? Ich kann nicht weggehen. Seht ihr, wie regelmäßig Explosionen kommen? Yes! Ich hab's geschafft. Nein! Nicht zu Delirium. Nein, nein! Geh da hoch. Oh Gott, geh da oben rein. Oh mein fucking Gott. Okay. Wir werden Mother machen können. Oh fuck. Oh nein. Warum ruckelt das Spiel jetzt? Oh nein. Oh nein. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ah gut, wir müssen einfach nur zu Mother kommen, dann haben wir es überstanden. Zeit für den Arki nach Mutti. Nein. Es ist nur noch Zeit, diesen Run zu Ende zu bringen. Ich muss aber sagen, es ist ein großes Wunder, dass der Run generell irgendwie es geschafft hat, nicht zu crashen bisher. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das möglich ist. Na, wenn ich keine weiteren Items einsammle, dann wird das Spiel jetzt auch nicht mehr crashen. Na, der hat nicht lange überlebt. Und weiter geht's. Weiter geht's! Schwerste Kampf war aus Versehen, den Wurm zu landen. Ja, yeah, zweimal. Zweimal versehentlich in Wurm landen. Oh Gott, die Sensen. Ja, einfach weiter, einfach weiter. Das Spiel ruckelt ein bisschen teilweise. Der Excalios, 49 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Zwei Secret Rooms? Ah nein, ich habe ihn von zwei Seiten geöffnet. Was ist das für ein Run? Der geht schon über 2,5 Stunden, also es ist ein Tainted Cane Run. Ich wollte zu Mada gehen, das Problem ist aber, weil ich mit den vielen Explosionen bin ich dann, beziehungsweise einmal mit der Explosion bin ich dann den falschen Weg runtergesprengt worden. Dann habe ich einen R-Key gemacht. Das war das zweite Mal und beim ersten Mal bin ich versehentlich einfach runtergelaufen und dann habe ich auch nochmal einen R-Key gemacht. Denn das Ziel war Mother und nicht irgendwas anderes. Oh mein Gott, wir sind da. Oh nein, warum muss jetzt der Shit-Gegner hier sein? Okay, wir haben ihn besiegt. Okay, los geht's. Keine Zeit zu verlieren, Freunde. Macht euch Notizen. So macht man den Mother-Kampf, okay? Ich werde jetzt die Taste gedrückt lassen, wenn Mother landet. Okay.
Mother lebt deutlich länger als erwartet. Ja. Yeah. Aber es kamen nicht viele Tränen zu mir tatsächlich durch. Und so haben wir den Run gewonnen. Hätte ich mal besser noch einen Arki gemacht. Hätte ich mal besser noch einen gemacht. Ja, das war ein Run. Ich bin immer noch erstaunt, dass das Spiel nicht gecrashed ist. Und das war eine Geburt. Puh. Ich glaube, das war erstmal genug Isaac für mich für heute, ehrlich gesagt. Wir machen nicht noch einen Run. Nach so einem Run musst du aufhören.